Na du, wie geht's dir denn heute so? Nicht so gut, wa? Denn du bist jetzt tot. Da wird's mir auch nicht so gut gehen. Du kleiner. Ach so, ja, stimmt ja. Wenn das runterfällt, trifft mich noch. Voll geil eigentlich irgendwie. Boah, das Ding ist hoch. Zu hoch. Da komme ich nicht bis zum Ende. Ah, kein Problem. Machen wir mal den hier. Sicherheitshalber direkt 2. Ja, hat auch perfekt gepasst. So. Dann suchen wir uns einen kleineren aus. Unser den hier. Und dann graben wir uns wieder hoch. Ja, müsste eigentlich auch schon fast passen, ey. So viel Holz brauche ich nun auch nicht. Ich müsste echt mal so irgendwie welche Mods installieren. Was mir persönlich helfen würde, zum Beispiel diese, du kannst ja aussuchen, was du enchantest, Mod. Das finde ich nämlich total praktisch und ich fand's schon immer blöd, dass Minecraft das irgendwie nicht automatisch macht, dass man selber aussuchen kann, was man enchanten, also wie man es enchanten will. Ich meine, wenn ich schon 30 Level reinstrecke, will ich auch schon wissen, was ich damit mache. Und dieser Armboss hilft da jetzt ein bisschen mehr, aber dafür braucht man ja auch nochmal 30 Level oder so, wenn nicht sogar noch mehr. Kann auch mal, wie stark die beschädigt sind. Und das finde ich echt schon ein bisschen ätzend. Ehrlich, muss ich ehrlich zugeben. Es gibt ja Mods, die man da verwenden kann. Und letztendlich denke ich mal, ist das auch nicht. Doch, das ist schon Cheaten, aber dennoch. Das ist doch total abfuck, wenn man da. Man muss ja dann auch noch extrem viele Diamanten verschwenden. Weil man dann die Sachen, die man haben will, nicht kriegt und. Bla 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 bla. Ihr wisst schon. Kann ich nochmal Ficky Ficky machen? Zack. LOL. Ist dir da rausgebackt. Ja komm, treibt es miteinander. Treibt es! Ja, gib's dir. Oh ja, einen flotten Dreier. Oh, ich meine, was? Ja. Schnell schlafen gehen. A new Optifine Vision is available. HD U. Was war das? HD U C3. Yay, Englisch, E-Kurs for the win. Ja. Rein theoretisch müssen wir jetzt wieder meinen gehen. Weil wir jetzt eigentlich ja nur noch. Obwohl, nee, wir gehen mal ins Nether und schauen uns mal so an, wo wir so hingehen können. Dafür nehme ich mal ein paar Blöcke mit. Was ich aber nicht mitnehmen werde, ist das hier. Bogen, Pfeile nehme ich auch noch mit. Okay. Diamantspitzhacke lasse ich mal hier. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Bisschen Holz kann nicht schaden. Bisschen Eisen kann nicht schaden. Keine Ahnung. So ein Stück. Eimern kann weg. Sand. Wozu brauche ich Sand? Ein Hebel brauche ich recht nicht. Und ja. Bisschen mehr Fackeln. Denn damit markiere ich mir halt so den Weg, wo ich so lang muss und so. Wisst ihr Bescheid. So, jetzt wird es gleich wieder laggen ohne Ende. Aber da mache ich nichts gegen. Doch, ich könnte mir einen besseren PC kaufen, aber naja. Ohne Scherz, ich kaufe mir irgendwann mal einen PC für so circa 1000 Euro. Was dann so ordentlich viel von allem hat. So, okay. Ah, ich höre schon Dingens, ich höre schon. Wie hießen diese Viecher nochmal? Gas, genau, ich höre schon Gas. Und ich würde gerne mal schauen, wo ich bin. Damit mache ich Screenshot, genau. 2016, okay. 2016. Schreibe ich mal schnell. 20, 75 und 16. Damit ich es immer weiß. Uiuiuiui. Ah, schade. Ah, schade. Okay. Okay, Jens, ruhig. Das schaffen wir schon. Das schaffen wir schon. Schön Brustpanzerchen. Dingenshöschen. Und das passt auch schon. Wir haben echt wenig Eisen. Müssen wir auch mal bei dieser Eisenfarm. Ah, das ist jetzt schlecht gelaufen.
Und wir haben all unser XP verloren. Das ist auch nicht sehr schön. Ja. Wo bin ich denn runtergefallen? Hier, wa? Lol, lol. Ich glaube, ich bin hier runtergefallen. Ja, danach sieht's aus. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt dies hier runter? Außer gar nicht. Und die Gas greift mich so ein bisschen an. Ja, überlebt. Komm, lass die Sachen da sein noch, so ein bisschen. Ah. Okay. Ja, ich habe mir das gar nicht angelegt, ich Trottel. Ich habe es einfach gemacht und nicht angezogen. Was für ein Bobby ich bin. Alter, wo? Wo? Da, da oben. Du scheiß Motherfucker. Bogen habe ich noch, aber keine Pfeile mehr. Shit. Da ist noch mein Helm. Ah. Pfeile kann ich wohl vergessen. Das ist natürlich jetzt blöd. Muss ich ehrlich zugeben. Spitzhacke. Schaufel. Wo ist meine andere Hose? Wahrscheinlich auch runtergefallen. Ja. Dann mache ich nochmal kurz Option, Video Setting. Ja, fahr. Gut. Und welche Richtung muss ich ja laufen? Also gehen wir einfach jetzt erstmal da lang. Weil wir müssen jetzt erstmal sozusagen eine Nether-Bitch suchen, finden, was auch immer. Oder Nether-Schloss, ich weiß immer noch nicht, wie die wirklich heißen oder wie die genaue Bezeichnung dafür sind. Aber zuerst holen wir erstmal, ja, Glowstones oder Glowstaub. Welt lädt noch so ein bisschen nach, also die Chunks laden noch ein bisschen nach. Weil ich halt wieder die Grafikoption bzw. ja, Grafikoption geändert habe. Um halt auch ordentlich weit sehen zu können. Ich habe hier so ein bisschen Kratzen im Hals, muss ich echt zugeben. Das finde ich blöd. Hol mal ein bisschen Soul Sand. Um damit halt besser Netherwarzen eventuell anpflanzen zu können. So, dann laufen wir weiter da lang. Irgendwann mal werden wir schon irgendwo ankommen ohne Fleisch. Fuck. Wir haben kein Fleisch mehr. Wir haben tatsächlich kein Fleisch mehr. Das finde ich natürlich auch sehr toll. Gibt es hier vielleicht noch irgendwo braune Pilze? Denn das wäre nicht schlecht. Boah, das ist Elektra. Braune Pilze. Braune Pilze wären jetzt echt gut. Oh. Hier kommen wir auch so schlecht weiter. Boah. Boah, ohne Scherz, die Lex killen mich irgendwann mal. Ja, der hat ja ein. Lol. Der hat ja eine Aim, wie was weiß ich. Kann man die nicht mehr zurückschlagen? Früher konnte man die noch zurückschlagen. Lol. Ah, Lex, Lex, Lex. Ich glaube, ich hau lieber erstmal wieder nach Hause ab, weil ich habe kein Futter und so und dann regeneriere ich mich nicht mehr. Und das ist so das Blödeste, was passieren kann im Nether. Ja, das hört sich gerade sehr komisch an, weil es laggt und so. Ah, ja, so 10 FPS ist nicht gerade sehr schön. Ah, komm, geh hoch. Lol, Alter, wie es laggt. Ihr seht es ja selber, von daher. Ah, jetzt ist wieder in Ordnung. Jetzt haben wir wieder 40. Komm her, Ghost, ich werde dich töten. Die kann man nicht mehr zurückschlagen, das finde ich total blöd. Kann man das wirklich nur noch jetzt mit Pfeil und Bogen lösen? Ich sollte vielleicht nicht so riskant rumspringen.
weil ich regeneriere mich ja nicht mehr. Gäbe es hier braune Pilze, würde das schon irgendwie jetzt anders aussehen, weil dann könnte ich mir schon Pilzsuppe machen. Und das wäre durchaus hilfreich zurzeit für mich. Da oben ist es. Gut. Boah, ich kann ja gleich schon nicht mehr laufen. So, dann grab dich mal schön nach oben. Und kommst da dann irgendwo raus. Ja, ein paar Fackeln habe ich auch verloren. Aber gut. Passiert, passiert. Dieses scheiß Gas, ey. Und das Scheiße, ich finde die eigentlich gar nicht so schwer zu besiegen oder so. Aber, bisschen doch schwer zu besiegen und die nerven eigentlich total, aber. Naja, die sind auf jeden Fall nicht so schlimm wie manch andere. Obwohl eigentlich schon. Ich finde Gas. Also wenn ich mal so wirklich überlege, Gas sind doch einer der schlimmsten Gegner, die ich so finde. Ich finde irgendwie so Netherdrache, okay, und ja, Wither natürlich ist noch schlimmer. Aber an sich so, von den normalen Gegnern, muss ich ehrlich sagen, finde ich die Gas am schlimmsten. Die Creepers finde ich eigentlich total gechillt, die können gar nichts so gesehen, finde ich. Giftspinne sind auch extrem nervig. Aber ansonsten. Naja. Gibt's vielleicht Essen für mich? Essen, 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 Essen. Da. Zack, 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 zack. Stoppen wir uns erstmal voll mit. Ja, gebratenes Schweinefleisch. Glaube ich. Nett, das ist noch irgendwie zu gefährlich, irgendwie. Ich brauche Pfeil und Bogen, dafür brauche ich aber Hühner. Ist ja schön. Ich glaube, ich nehme mal ein paar Weizen mit. Vielleicht finde ich ja unterwegs Hühner. Und dann kann ich die auch schon mal anlocken. Rein theoretisch. Zack. Lol. Ich nehme gerade mit meinem Plantronics Gamecom 780 auf, weil ich ja letzte Folge mit meiner Schwester gemacht habe und meine Schwester hat halt über Mikro geredet und ich über den Plantronic. Und darum habe ich das noch nicht geändert. Das tut mir jetzt natürlich sehr, sehr leid, dass die Tonqualität wird ein bisschen schlechter sein. Und ihr habt diese ganze Gehuste auch gehört, denn ich habe mich vom Tischmikro weggedreht und nicht vom Plantronics, denn das habe ich ja auf. Ja, das tut mir jetzt leid, aber. Gut, ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Da sind Wölfe, ich habe aber keine Knochen. Das muss was bedeuten. Ich hätte jetzt gerne, sehr, sehr gerne Hühner. Hühner, Hühner? Lassen sie sich auch mit Fleisch anlocken? Oder kann ich den. Hühner, yay! Geil, gehört ihr jetzt mir? Nö, der macht nur Ficky Ficky. Ja, macht doch miteinander. Los. Tut es. Tut es für die Freiheit und so, ne? Wisst ihr Bescheid? Ah, noch mehr Eier. Ich brauche eigentlich Eier, weil. Ich kann hier schlecht nur Hühner anlocken, wenn dann auch überall Kühe und so sind. Da ist auch ein Ei. Ich sammle jetzt einfach erstmal die Eier. Und dann werde ich halt bei mir zu Hause so ein, ja, 2x2 großes Feld machen, wo ich die einfach reinschmeiße. Ich glaube, ich töte die Kühe hier, genau. Dann kriege ich auch schon mal Leder. Weil die werde ich eh nie im Leben anlocken. Weil mir das einfach viel zu lang dauern würde. Und das, also die Tiere anzulocken, ist einfach immer so stressig, wa? Finde ich echt schlimm. Und es ist immer so bei Minecraft, dass es irgendwas sehr, sehr oft gibt und auch irgendwas, was es gar nicht gibt. Zum Beispiel jetzt Hühner oder Schafe. Das finde ich ja sogar gut, dass es keine Schafe gibt, weil die brauche ich irgendwie nicht. Aber dennoch, ich finde das irgendwie ein bisschen kacke ist. Ich weiß nicht, ob das einfach Zufall ist oder ob das einfach an mir liegt. Aber ich habe das Gefühl, dass es nun mal immer so ist. Es gab ja auch mal so eine Zeit, wo einfach nirgends ein Kuh war. Vielleicht haben die das auch irgendwie wieder gepatcht und so. Man weiß es ja nicht. Besonders damals, wo halt das mit den Büchern noch gepatcht wurde. Das war total schlimm. Da hat keiner geschafft, einen vollen Enchantentisch zu bauen, sozusagen. Und das ist schon ein bisschen blöd. Von daher ist es auch in Ordnung, dass jetzt wieder ein bisschen mehr
Kühe da sind. Muss ja auch sein. Rein theoretisch könnte ich die Hühner auch töten, wa? Aber ich habe Angst, dass ich die doch irgendwann mal wieder brauche. Und die müssen hier ja noch schön Eier liegen. Weil ich brauche Eier. Ja, das klang jetzt irgendwie so ein bisschen. Ja, ich habe gerne Eier, ich brauche Eier. Hahaha, tralalal, haha. Ne, wisst ihr Bescheid, ich bin ja Junge und so. Naja. Ah, komm, stopp, 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 stopp. So. Da ist noch so zwei. Ja. Habe ich gerade Aufnahme beendet? Falls es jetzt irgendwie unsynchron ist, das tut mir leid, aber ich habe gerade irgendwie auf irgendeine Taste gedrückt und da kam irgendwas und keine Ahnung. Elf Leder, ja. Kann besser werden. Ich habe, glaube ich, schon mindestens 11 Kühe gekillt, oder? Wieso bringt die mir so wenig Leder? Eine Baumkuh. Die kennt man ja schon von, keine Ahnung, überall. Die gab es ja schon früher. Oder Baumtiere allgemein. Scheiß Spinne. Die, Motherfucker, die. Da war noch ein Kuh. Mo, mo. Alter, wenn du so 20 Kühe hast oder so, wa? In deinem Gehege und das ist in der Nähe von deinem Haus und du schläfst oder so oder gammelst einfach irgendwo zu Hause rum, dann, boah, ist das ganz schön laut und nervig. Gut, wir können jetzt eigentlich theoretisch wieder nach Hause gehen, Sachen ablagern und dann war's das auch schon mit dieser Aufnahme. Dann wie schon gesagt, ich muss ja gleich gehen. Mal sehen, wie es läuft. Ich habe kein Bewerbungsgespräch oder so, aber ich muss halt was abgeben. Vielleicht die Bewerbungsunterlagen oder so. Oder vielleicht die neuen Zeugnisse, die wir gekriegt haben. Oder sonst was. Denn wie schon gesagt, ich habe mich bei Gilgens beworben. Ist eine Konditorei-Bäckerei. Da habe ich auch schon mal ein Praktikum gemacht. Und da es mir dort sehr gut gefallen hat, ja, dachte ich mir, bewerbe ich mich dort mal. Und das ist halt auch so, dass es in der Nähe von mir ist. Die haben nur in NRW. Irgendwas mit 60 Betriebe oder sowas. Also nur, also die meisten verstehen daraus, dass es dann irgendwie in Deutschland, keine Ahnung, 200 Betriebe gibt, aber nein, es gibt nur in NRW. Also nirgendwo anders, nur in NRW 60 Betriebe, so circa, glaube ich. Filial, also, ne. Und Backstube ist halt in Hennef. Und das ist halt in der Nähe von mir, wo ich wohne. Von daher würde es schon ganz cool sein, wenn ich dort eventuell meine Ausbildung machen würde. Also das würde mich natürlich sehr persönlich sehr freuen. Aber das entscheiden ja letztendlich die. Und ich bin halt Hauptschüler. Das. Lol, Alter. Das macht zwar letztendlich nichts. Und ich werde meinen Realschulabschluss wahrscheinlich machen. Aber dennoch, es kann ja sein, dass so ein Gimmi-Typ irgendwie mit einem Durchschnitt von 1,5 auch irgendwie Konditor werden will und dann weiß ich nicht, ob so gut aussehen wird für mich. Aber ich habe ja auch schon ein Praktikum gemacht. Also ist das durchaus auch irgendwie ein Vorteil. Fleischbraten, Fleisch essen. Ne, ich brauche auch kein Fleisch essen. Ich habe rohes Fleisch gegessen, wozu brauche ich noch normales? Alter, hat das mir Angst gemacht. Ja. Du klopfst, danke schön. Du kleine Nutte, Schüsse, ich zerstöre dich jetzt mit meiner Spitzhacke. Alter, sei doch mal leise, ey, hier ohne Scherz. Stickies. Schwerbewert. Und, ja, genau. Bambus, ich habe hier doch bestimmt noch irgendwo Bambus. Ja, hier haben wir noch 15 Stück. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So. Dann brauchen wir sogar noch mehr Bambus. Tut mir leid. Aber ja, irgendwie habe ich es gerade so mit Husten. Ich hasse ja irgendwie immer die Zeiten zwischen Winter und Sommer und Sommer und Winter. Da kriege ich immer Husten. Aber das kriegen die meisten, von daher ist ja alles in Ordnung.
Ich brauche noch mehr Zuckerrohr. Aber eigentlich müsste ich auch noch schon beenden. Ja, ich beende jetzt erstmal Aufnahme. Dann weiß ich ja schon mal, was ich nächstes Mal machen werde. Oder machen muss. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt den hier. Und schmeiße dort die Eier rein. Ohne. Ich meine, ich bin ganz geschmeidig und sage jetzt Tschüss und wünsche euch viel Spaß. Warte, das sieht irgendwie krank aus. Ja, das sieht irgendwie krank aus. Aber irgendwie auch cool. Ich komme hier jetzt nicht mehr durch. Haha. Das heißt, wenn ich rein theoretisch. Nee, so. Muhahaha. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, Leute, und ciao di lu. Oder was sagt Leute mal? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Hau rein.